Ich bin Sebbel und heute habe ich euch mein neuestes B-Modell für die Königsburg 7946 von 2010 mitgebracht. Das Besondere an diesem B-Modell ist, dass es alle Teile aus dem Set verwendet. Ihr müsst euch also nicht um die Aufbewahrung der übrigen Teile kümmern. Außerdem ist es mir gelungen, einige Schwächen des offiziellen Modells zu beheben. Neben einer, wie ich finde, besseren Optik ist die Burg nun auf einem Felsen gebaut, der die ganze Burg um die Höhe von 3 Bausteinen anhebt. Dadurch konnte ich außerdem erreichen, dass wir einen richtigen Burghof haben, in dem mittelalterliche Szenen dargestellt werden können. Schauen wir kurz auf die Maße. Die Burg ist mit 35 cm etwas höher geworden, hat dafür natürlich in Breite und Tiefe etwas verloren. Hier sind wir aber immer noch bei ca. 25 x 27 cm, wenn man die beiden Zugbrücken weglässt. Für das Design dieses Modells habe ich mir mal wieder die 6086 als Vorbild genommen. Das ist die schwarze Ritterburg, die dieses Jahr ihr 30. Jubiläum feiert. Wenn ihr wisst, wie dieser Klassiker aussieht, werdet ihr hier sehr viel wiedererkennen. Fangen wir mit dem Eingangstor an. Dieses ist etwas sauberer ausgestaltet als das offizielle Modell. Beispielsweise wurden die beiden Wappenschilde mit derselben Technik ins Mauerwerk eingelassen, die auch in der großen Jubiläumsburg zum Einsatz kommt. Die Fallgatterfunktion ist wiederum nichts Neues. Diese wurde fast 1:1 übernommen. Anders als die Zugbrücke, die hier an einer Kette hochgekurbelt wird. Neben der Winde ist noch einiges an Platz, um Minifiguren zu platzieren. Der Eckturm ist besonders nah an der Burg 6086 gehalten. Allerdings sind hier alle drei Etagen mit Noppen versehen, sodass diese gut genutzt werden können. Das Wohngebäude in der hinteren Ecke hat ein klassisches rotes Dach und ein aus Steinen gebautes Fachwerk. Direkt daneben befindet sich das Ausfalltor der Burg, welches gerade angegriffen wird. Gesichert wird dieses durch eine Holztüre und zusätzlich über eine Zugbrücke, die hochgezogen werden kann. Natürlich darf auch der Bergfried nicht fehlen, in den man über eine Holztreppe gelangt. Direkt hinter der Eingangstüre befindet sich ein Erker, der entweder als Toilette oder als Wehrerker genutzt werden kann. Im Stockwerk darüber befindet sich der Thron für den König. Im Burghof befindet sich ein Brunnen, der über keinen Boden verfügt, sodass man Gegenstände hineinwerfen und einfach wiederbekommen kann. Im Boden ist ein Verlies eingelassen, in dem man seine Schätze verwahren kann. Das Wohngebäude ist mit einem Tisch sehr einfach eingerichtet, ist aber dafür sehr gut zugänglich. Unter dem Bergfried ist auch genug Platz für das königliche Pferd. Am besten glänzt dieses Modell in Kombination mit dem Adventskalender 7952, auch aus dem Jahr 2010. Im Burghof und um die Burg herum befindet sich genug Platz, sodass die Burg wunderbar eingerichtet werden kann. Wie genau ihr das macht, bleibt natürlich euch überlassen. Wenn euch dieser Umbau interessiert, findet ihr die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für eine kleine Gebühr auf replicable.com. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Habt eine gute Zeit, bis dann!